Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Project Highwise. Ja, wir lassen erstmal die Leute hier ausbauen. Plus, wir müssen ja noch was hier bauen. Na, ich habe mich kurz informiert. Ein Telefon brauche ich doch nicht. Ah, das ist ein TV-Kabel. Ich dachte, es wäre gerade Telefon. Ja. Ich habe mich gerade informiert, genau was jetzt die brauchen, die Patenwohnungen. Wobei mir aufgefallen ist, dass ich einen Aufzug abreißen muss, leider. Der passt ja nicht mehr rein. Ansonsten können wir jeweils immer nur einen einzigsten, oder, ja, zwei erbauen von den Loft-Sachen. Okay, wir brauchen aber noch ein Gourmet. Und weil wir so nett sind, gibt es direkt zwei Gourmets. Einmal einen indischen, wo wir den Preis... Oh, den Preis müssen wir niedriger machen. So, und dann hier auch noch mal ein Thailänder. Okay, dann gibt es noch zwei kleine Läden hier rein. Und zwar einen Lebensmittelladen. Den will der noch, wollen die unbedingt haben. Habe ich gesehen, dass die noch da, dass die eine da nicht reicht, die wir unten im Keller haben. Wie Strom. Was ist doch Strom? Ne, wir haben zu wenig Strom. Echt jetzt? Schon wieder zu wenig Strom. Das wäre ja mal ein Riesenzu. Boah, und wie? Gas sind wir noch gut. Wasser sind wir noch gut. TV sind wir noch gut. TV, Telefon, die wird langsam zwar knapp, aber es reicht. So, Miete geringer als gedacht, bei dir auch. Und ich gehe davon aus, dass die Lofts halt Ruhe haben wollen. Weshalb ich jetzt halt diese Sachen von denen einbauen lasse, die haben wollen. Also hier Hunde, Reinigungsservice. Aber um halt richtig sicher zu gehen, machen wir Wohnkultur. Die Sachen dürften relativ leise sein, eigentlich. Dann... Yoga passt perfekt hier rein, also wie angegossen eigentlich. Hunde, das Ding, sag mir jetzt nicht, die brauchen alle Telefon, ne, nicht alle, Gott sei Dank Glück gehabt. Dann die Hunde-Dings, die wird nicht hier hinkommen, die kommt in den Keller. Aber der Reinigungsservice kann hier reinkommen. Da haben wir für alles und die chemische Reinigung. Die nicht reinpasst, die kommt in den Keller. Hunde, Dienstleistung, Blumen, Schneiderei. Auch in den Keller. Wie jetzt? Jetzt habe ich das gebaut, jetzt brauche ich das Telefon nicht mehr. Das ist doch... Och man, jetzt muss ich extra wegen denen noch ein Telefon bauen. Okay, ich könnte eigentlich ein großes und mittleres bauen, ne? Ist vom Preis her günstiger. Mal Telefon vergessen, auch nicht schlecht. So. Was haben wir alles gebaut davon? Gucken wir mal. Wir haben die Reinigung. Personal Wohnkultur. Das haben wir jetzt schon mal. Ja, das Geld, das fließt mittlerweile auch ins Konto ohne Ende. Die Kita. Okay, die könnte ein bisschen Lärm machen. Aber Kita könnte, passt nicht. Ja, der Rest kommt alles unten in den Keller, wodurch wir hier mal so eine Wohneinlass einziehen lassen können. In diesem Szenario nicht verfügbar. Benötigt mehr Luxus. Ja, genau. Wir haben schon 50 Luxus-Sachen. Die, ja, wir brauchen noch mehr. Ja, wieso nicht? Haben wir so wenig. Hier, kommt noch eins rein. Okay, dann kommen wir jetzt in den Keller, wo wir halt die Sachen noch bauen werden, die wir noch benötigen. Rohsachen brauchen wir auf keinen Fall. Hunde ausführen. Das riecht nämlich unangenehm. Chemische Reinigung. Schneiderei. Ja, ja. Pause. Bauen wir alles zum Schluss. Okay, Hunde, chemische Reinigung, Schneiderei und die Kita. Kindertage steht hier.
Kommt hier hin. Schön in den Keller, wo die Kinder keine Luft bekommen. Na, ganz toll. Mann, bin ich freundlich. Tja. Ich habe leider keinen Platz mehr. Also ich, an sich habe ich schon Platz, aber ich würde halt nicht so bauen, wie jetzt unbedingt nötig. Und deswegen braucht ihr auch Gas wie die Hunde. Also die Hunde müssen ja auch irgendwie gewaschen werden. Warmwasser. Also kaltes Wasser ist nie so gut. Die Hunde. Telefon. Hier braucht ihr Gas. Wie braucht ihr da hinten Gas? Auch mal sehr informativ. TV. Okay, TV legen wir auch noch. Aber warum brauchen die ein Gas da hinten? Das wundert mich jetzt wirklich, dass die Gas brauchen. Die Übernstation. Nö, wir haben auch schon... Oh, wir haben unsere 200 Leute. Nee, ne? 200 Apartmentbewohner brauchen wir. Okay, das... ja, das dauert dann doch ein Tick länger. Weil die Leute auch einziehen lassen. Oder einziehen müssen noch. Ja, weshalb wir vermutlich am Schluss einfach nur warten müssen, bis die Leute einziehen. Weshalb wir auch jetzt nochmal 2 Etagen ausbauen mit diesen kleinen, aber feinen Wohnungen. Obwohl, am liebsten würde ich eigentlich jetzt gerne mal die Lofts bauen, aber ich glaube, die würden erstmal zur Zeit ein bisschen im Wege stehen. Obwohl, wenn einmal hier Lofts gebaut sind, dann kann man die ja die ganze Zeit einziehen lassen. Da sind, glaube ich, 3 Wohnungen. Das Problem ist halt, dass die ziemlich groß sind. Also, letztlich so von der Breite her. Okay, das sind sie schon von der Breite auch. Aber sie sind halt, was die Wohnungen angeht, die brauchen halt 2 Stockwerke. Und das ist halt ein kleines Problem, was wir dann haben. Weil wir, wie wir sehen, geldmäßig kein Thema mehr. Aber 200 Bewohner, puh, das ist doch schon... Ich dachte, wir brauchen nur 200 Belegschaften. Dann wäre das Ziel wirklich einfach gewesen. Ja, man sollte gucken, was man genau braucht. So, dann kommen jetzt die hier rein. Ne, die wollen ja immer... Die wollen auch unbedingt mehr Luxus. Die brauchen... Wir ziehen nur ein, wenn wir mehr Luxus-Apartments haben. Ja, genau. Mehr Luxus... Ey, wir haben über... Oh, du bist wütend. Das finde ich gar nicht nett. Wieso? So, 25%. Zu laut, kein Gewinn. Ja, Entschuldigung. Wir kommen alle jetzt auf 25% von diesen Läden. Also wenn die ausziehen, verlieren wir ja Sterne. Und das ist nicht gerade das, was wir benötigen. Okay, wir machen 15.000 pro Tag. Da können wir auch ein bisschen... runtergehen im Preis. Für die. Die kann ich aber einziehen lassen, oder? Aber da ziehen halt auch nur mal eine Person ein. Die verbraucht mehr Platz. Was ja auch nicht der Fall ist, ne? Also, das brauchen wir auch nicht unbedingt. Deswegen kommen ja kleine Wohnungen weiterhin rein. Obwohl, wir könnten, glaube ich, auch. Das passt, glaube ich. Ja, also einmal mittel... Oh, na egal. Das passt ja. Oh, oder sagen können wir die hier 2-mal einziehen lassen, die mittleren. Hätten wir hier zumindest mal Platz gespart. Ja, wir haben da Platz gespart. Und einziehen lassen. Die wollen mehr Luxus haben, sie kriegen viel Luxus. So, und dann kommen erstmal die Lofts, lassen wir erstmal einziehen dann. Dann sind die auch schon mal da und dann haben wir die 12 Stück. Und dann müssen wir halt wirklich gucken, wie es aussieht mit dem Rest, also den 50 Bewohnern. Oder 150 Bewohner. Also wir haben jetzt hier doch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 Leute, die einziehen wollen. Gerade mal 32 Leute, die einziehen wollen. Und wir brauchen noch über 100. Ja, wir bauen zumindest mal jetzt
noch ein bisschen aus. Sehr vermutlich, sehr wahrscheinlich gibt es dann am Schluss noch so einen Explosivaufzug. Das Ganze passt, weil hier gibt es jetzt nur noch einen Aufzug. Für die Lofts. Damit da halt zweimal die Lofts reinpassen. Oder drei Lofts reinpassen jeweils. Ansonsten wäre das ziemlich brutal. Also wir müssten ziemlich hochbauen in der Zeit. Könnten zwar die kleineren einziehen lassen, aber was mir auffällt, dass die richtig schnell einziehen, die da. Außen, okay, die Möglichkeit ist natürlich da, dass da zwei Leute einziehen. Aber ich finde das so gar nicht so schlecht geregelt. So, dann legen wir mal wieder Wasser. Okay, das ganze Geld wird sehr wahrscheinlich gleich verschwunden sein. Kann man es auch irgendwie beschleunigen hier, beziehungsweise einzigen die zusätzlichen Aufträge nutzen? Nein. Mietjäger. Baukosten. Leere Apartments werden viel schneller vermietet. Erhöht die Anzahl potenzieller Mieter. So. Weiß zwar nicht, ob das irgendwas bringt hier oder ob die schneller einziehen. Wäre aber jetzt gar nicht so verkehrt. Also wenn wir gleich sehen, dass wir so 120 oder 230 Leute drin haben, dann hat das funktioniert. Ich habe doch auch drauf gedrückt auf TV. Ich will hier irgendwas abreißen. Es ist schon manchmal komisch, das Spiel. Also da ist so ein kleiner Knackpunkt im Spiel, was mir eigentlich nicht so gut gefällt, dass man auf die Taste drauf drückt. In meinem Privatspiel sogar manchmal drauf hämmert, weil ich versuche halt nicht so drauf zu ballern, sonst geht irgendwann die Maus kaputt. Und das Ding nimmt einfach das nicht an. Was ihr auch mal zu mal hört bei mir. Wenn ich mich darum so beschweren bin. So, Wasser haben wir noch 5. TV haben wir noch 11. Gas haben wir noch ein bisschen mehr. Okay, das heißt, von jedem gibt es noch einmal einen neuen. Um auf jeden Fall auf Nummer sicher zu gehen. Dass wir da auf jeden Fall erstmal genügend haben. So, Gas gibt es auch noch. So, das ist doch schön. Okay, dann müssten theoretisch jetzt alles da sein, was benötigt wird, um halt die Lofts einziehen zu lassen. Ja, die nicht. Wie? Oh, der Personal Trainer fehlt. Trainer. Sag ich wieder Trainer. Ja, aber das kann ich ja noch bauen. Das ist ja nicht das Thema. Aber damit hätten wir zumindest mal den ersten Loftbewohner. Personal Trainer. Ja, das ist auch sehr gut, wenn die jetzt hier einziehen können. Oh ne, also mehr muss ja nicht bauen. Die Frage ist natürlich, wie viele Personen ziehen da jeweils ein, wenn natürlich da jetzt so richtig viele Personen immer einziehen. Das ist auch was, was sehr gut sein könnte. Was ich mir aber... Oh, das passt. Genau, also da sieht man es nämlich. So, explosive Aufzüge haben wir jetzt. Also ich brauche keine exklusiven Aufzüge, ich habe keinen Platz für exklusive Aufzüge. Also bauen aber schon deutlich länger dran als normal. Oh, und wir haben viele Bewohner mittlerweile bei uns drin. Die Frage ist natürlich, wie viele Leute ziehen da jetzt genau ein? Sind schon eingezogen. Es sind 2. Wirklich? 2 Leute? Das heißt, ich werde die 12 Lofts bauen, gehe dann hier auf dieses Einzelzimmer, weil so wie ich das hier sehe, ziehen da auch immer 2 Leute ein und die brauchen nicht so viel Platz. Frechheit. Wenn da zumindest mal 3 Leute einziehen würden. Okay, jetzt ziehen auf und zu mal 3 Leute. 0. Okay, er ist noch nicht umgezogen. Okay, dann ziehen auch 3 Leute ein ab und zu mal. Sie brauchen aber halt viel Platz und das ist das Problem. Wie viele Bewohner haben wir denn allgemein? 100. Also wir brauchen noch 100. Toll. Ist doch nicht viel.
So, nee, wir benötigen. Erstmal kriegen wir Geld, was sehr schön ist. Wir brauchen das hier noch. Um halt das zu schaffen, müssen wir noch mindestens 4 Etagen ausbauen. So, ja, wir können exklusive Aufzüge bauen, aber auch nicht. Also, es passt jetzt. Sind vielleicht jetzt nicht so glücklich, dass sie halt ein bisschen weiter laufen müssen mit dem Aufzug. Aber sie haben einen Aufzug in ihrer Etage und das ist. Stell dir mal vor, die hätten auf einmal keinen Aufzug mehr. Das wäre fatal. Und wird ja auch sehr schnell zum Auszug zwingen, nicht Aufzug zwingen. Komm, wir bauen da so, dass wir die Leute zum Aufzug zwingen. So muss man wirklich schon bauen, dass man die Leute zum Aufzug zwingt. Nehmt den Aufzug. Nicht mehr die Treppe. Okay, wenn ich jetzt hier mit Treppe arbeiten würde, das wäre ja eine Katastrophe für die Leute. Ich glaube, da hätte ich noch nicht mehr die 20. Etage erreicht. Haben die 20. Etage eigentlich schon erreicht? Müsste ich gleich mal gucken. Normalerweise müssten wir die erreicht haben mittlerweile. Zum Schluss habe ich hier ganz viele Leute, die noch nicht eingezogen sind. Sehr vermutlich mal. Aber, tja, wäre dann halt so, aber wir hätten dann zumindest das Ziel erreicht. Was wir hoffentlich mal, glaube ich, in der nächsten Folge hoffentlich schaffen. Bin mir nicht sicher, ob wir das dann auch wirklich in diesem Moment dann bewältigen können. Wäre halt nur sehr, sehr schön. Ja, wir nehmen mal ein bisschen mehr Geld, ne? Also, Geld schadet auch nie. Kann man auch gut zum Ausbau benutzen. Wenn es wirklich mal 3 Leute hier sind, dann ist es auch nie verkehrt. Wo sind eigentlich ganze Leute? Jetzt habe ich hier mehr gebaut und dann sind sie nie da. Ja, die brauchen ja auch ziemlich lange mal zum Bauen. Ja, genau. Ach so, ich dachte schon. Wäre cool zu sehen, wenn die auch ab und zu mal nach oben gehen müssen, um zu bauen. Okay, wir machen 34.000 pro Tag. Also die Lofts, damit kann ich auf jeden Fall jetzt mal weiterbauen. Solange ich will. Nachteil ist wirklich, dass hier halt. Oh, hoppala. Hat die wird fertig. Dass halt viel Platz dafür braucht, aber es ziehen halt doch oft 3 Leute ein. Da, okay, jetzt ist eigentlich schon eine Ausnahme, dass mal nur 2 Leute eingezogen sind. Ja, wie viel haben wir denn? 111, 90 Leute brauchen wir noch. Sieht's nicht aus, also. Oh, so viele sind noch gar nicht mehr, die hier rein zu müssen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, wir warten kurz mal. Ein bisschen, bis die Leute eingezogen sind. Oder zumindest mal bis Ende der Folge warten wir mal. Ansonsten geht es einfach ganz normal weiter. Müssen wir so ausbauen. Da geht nichts drum herum. 230. Da haben wir noch genug. Da haben wir noch genug. Also es wird knapp. Vorteil von Lofts halt, das Geld. Damit wir gut bauen können. Ansonsten haben sie keinen Vorteil. Obwohl, eigentlich jetzt schon, ne? Und so haben wir 3 Wohnungen, die wir hier jetzt einziehen lassen. Oder 3 Leute, die meistens hier drin wohnen. Das sind nur 14. Also wenn wir am Schluss so 120 Leute haben, müssen noch 80 einziehen. Das heißt, wir müssen noch ziemlich in die Höhe bauen. Und das wird auch mal spektakulär. Zack. Wir bauen aus. Müssen sowieso ausbauen, von daher machen wir das jetzt mal. Und zwar mal richtig viel, damit die Leute mal was zu tun haben. Oh, wieso? Ich habe mich gerade eben noch gefragt, welche Etage wir sind. Wir sind ja mittlerweile in der 40. Haben noch 50 Etagen, können wir noch bauen.
Genau, dann baut man hier schön das ganze Ding aus. Ja. Und ob wir es vielleicht in der nächsten Folge schaffen, das dritte Ziel und das letzte Ziel zu erreichen, sehen wir auf jeden Fall dann erst. Dann. Würde mich freuen, wenn ihr auch da einschaltet. Also bis dahin. Ciao.